wissen das sehr wohl, dass wir eine Stunde eher da sind. Also die haben alle ihre Zeiten, die gucken einen alle noch ziemlich verschlafen an, wenn wir kommen. Die Tapire waren noch nicht auf Toilette, die brauchen dann einen Moment, Eva so rauslassen. Dann fällt ihnen ein, oh, wir müssen da noch was erledigen, bevor es zum Frühstück geht. Ein, zwei Tage, dann ist der Rhythmus wieder drin.